schönen guten Tag. Wir sind bei der Wochenlegung mit Ella. Und zwar ist das die Woche vom 17. bis 23. Mai 2021. Wir beginnen gleich mit der Astrologie, was so von den Sternen her machbar und möglich ist oder wovor gewarnt wird. Dann kommen wir zur Astrologie für jedes einzelne Sternzeichen und dann zur Kartenlegung. Für die Kartenlegung verwende ich das Druid Craft Tarot von Stephanie und Philipp Cargon. Für die Tage, die einzelnen Wochentage, habe ich das Gilde-Tarot von Ciro Marchetti. Dann habe ich das Tarot Familia hier zur Klärung, um ins Detail zu gehen, von Lisa Parker. Dann haben wir das Orakel der Krafttiere von Colette Bernreid und auch von Colette Bernreid die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen, was so in dieser Woche noch so befürwortet wird oder worauf ihr hingewiesen werdet. Ja, wie immer hängt die Vorwoche hinten dran als Film. Könnt ihr euch anschauen, wenn ihr Interesse habt für die Sachen, die in der letzten Woche vielleicht noch nicht ganz vollendet waren, weil das kann von einer in die nächste Woche übergehen, könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Sollte es irgendwelche Neuigkeiten geben oder irgendwas Interessantes, dann werde ich das ans Ende dieser Legung noch ranhängen. Findet ihr dann im Anschluss. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sag mal, bis gleich. So, meine Lieben, wir sind jetzt bei der allgemeinen Astrologie, das heißt, was sich so bei den Sternen tut bis zum 23. Wir haben am 17. ja, Sonne und Pluto, ja, die dafür sorgen, dass wir uns ja die Dinge zu Herzen nehmen und dann auch umsetzen, natürlich. Und man kann damit auch selbstverständlich seine persönlichen Belange mehr in den Vordergrund rücken. Das kann, wenn das viele tun, natürlich ja, zu Streitgesprächen führen, je nachdem, wie man diese Gespräche führt. Allerdings kann es ja auch sehr konstruktiv sein und positive Ergebnisse zeitigen. Wir haben ja seit dem 14. auch Jupiter in den Fischen. Das macht sehr ja, kreativ, auch sensitiv und hat oder beinhaltet grundsätzlich auch schon Heilkräfte. Und die kann man natürlich auch in solchen Belangen einsetzen. Mit Venus und Saturn haben wir ja auch die Möglichkeit, ja, durch diese ganzen Energien mit Sonne, Pluto, mit Jupiter, da auch eine gute Basis herzustellen, die uns dabei hilft, miteinander, füreinander und natürlich im Team die Dinge auch tatsächlich zuverlässig umzusetzen. Das heißt, dass man sich aufeinander stützen kann, sich den Rücken frei hält und dann auch durchzieht und sich eben nicht, wenn es mal schwierig wird, im Stich lässt. Ja, wir haben am 21., wenn die Sonne in die Zwillinge geht, ja, so ein bisschen Querstand zur Sonne, was dafür sorgen kann, dass man übertreiben könnte, zu viel verspricht, zu viel sich vornimmt, typische Zwillinge-Sache. Nicht böse sein, liebe Zwillinge. Es ist einfach so, dass ihr so vielseitig interessiert seid und die Neuerungen immer gerne aufnehmt. Aber es ist dann schwer, etwas zu Ende zu bringen, ja, wenn man zu viele Dinge auf einmal möchte. Und wenn man dann zu viel sich ja, durch Versprechungen auflädt, kann das natürlich zu Stress und Chaos führen. Da muss man aufpassen. Dann haben wir am 23. auch da so ein bisschen, dass man sich durchmogeln möchte oder dass jemand anderer sich durchmogeln möchte. Genau hinschauen, hinterfragen. Denn wir haben bisher so schön mit Saturn auf die Details geachtet. Und wenn der jetzt am heutigen Tag, also am 23. rückläufig wird, passt man vielleicht nicht mehr ganz so gut auf. Das wäre nicht so gut. Also, liebe Leute, dann heißt es dranbleiben. Es ist wichtig, in dieser Woche verlässlich zu sein und auch nochmal zu hinterfragen. Lieber einmal mehr sich zu vergewissern, dass die Dinge auch gut laufen, beziehungsweise dass alles berücksichtigt wurde und dass man eben auch aufeinander zählen kann. Und ich denke, das ist der Fall, aber schauen wir uns das dann gleich im Detail für die einzelnen Sternzeichen an. Ich wünsche euch eine tolle Woche, schauen wir weiter. Einen schönen guten Tag, lieber Steinbock. Wir sind beim Taroskop mit Ella
vom 17. bis 23. Mai 2021. So, Jupiter ist jetzt am 14. in die Fische gewechselt und bei dir läuft es weiter gut und du kümmerst dich hoffentlich weiter um deine persönlichen Belange. Saturn hat ja keinen direkten Einfluss, du bist trotzdem pragmatisch, natürlich und organisiert. Uranus sorgt dafür, dass du auch weiterhin dich kümmerst darum, dass es dir ganz persönlich gut geht oder besser. Neptun, ja, Kreativität, gute Ideen und ja, auch Wünsche verwirklichen. Pluto, ja, Ehrgeiz ist da natürlich, er ist jetzt rückläufig bis zum 6. Oktober. Und vielleicht fällt dir dann auf, dass du vielleicht auch ein bisschen manchmal zu stark durchgegriffen hast. Das sollte zumindest die Überlegung sein, bis Pluto wieder vorläufig wird. Und es gibt auch Dinge, auf die du keinen direkten Einfluss nehmen kannst, jetzt in der Zeit der Rückläufigkeit. Das sollte dir klar werden. Und dann haben wir Mars im Krebs. Es ist ein bisschen ja, eine Stimmungsschwankung hin und her, Unruhe, ja, Dinge kommen zum Vorschein, die du länger, ich sag mal, in die Schublade gesteckt hast, gedanklich, wo du zu viel für dich behalten hast oder mit dir selbst abgemacht hast, das kommt jetzt zum Vorschein. Das ist die Zeit, dafür zu sorgen, dass die Dinge abgearbeitet werden, damit du sie endgültig loslassen kannst, damit sie dich auch nicht weiterhin irgendwo auffressen können von innen. Langsam natürlich, mit Geduld. Wir haben Venus in den Zwillingen. Man ist kommunikationsfreudig, man tauscht sich aus, man kann die Dinge benennen, das ist auch richtig gut. Wir haben, ja, ansonsten, ich sag mal, Venus relativ neutral im Moment. Wir haben auch Merkur in den Zwillingen. Da ist aber mit dieser Energie, haben wir günstige Energien, dass du eben Dinge ansprechen kannst. Aber ich hoffe auf eine sehr gefühlvolle Art und Weise. Man kommt ja mit Freundlichkeit auch besser voran. So, wir hatten ja Energie heute am 17., ja, also an dem Montag ist großartig. Dann haben wir natürlich auch ja, die Besinnlichkeit weiterhin, auch mit Mars im Krebs. Und du solltest diese Ruhephase jetzt auch nutzen, wie gesagt, Dinge hinter dir zu lassen, die dich schon länger verfolgen oder mit denen du jetzt noch nicht so richtig abgeschlossen hast. Wir haben ja auch Ende des Monats Merkur rückläufig, nämlich am 30. Und da wird es dann chaotisch und man kann so wenig klären, man wird missverstanden oder versteht selber was falsch. Dinge verzögern sich und auch Verträge, naja, da wird was vergessen, es können Fehler passieren. Also wenn du irgendwas hast, was du jetzt noch in dieser Zeit klären könntest, wäre das auf jeden Fall eine große Erleichterung. Schauen wir uns mal an, was diese Woche so in den Karten bietet. So, mein lieber Steinbock, dann wollen wir uns anschauen, was wir in dieser Woche in den Karten für dich haben. Du kennst das ja, allgemeine Legung kann und wird nicht immer hundertprozentig für dich passen, aber du kannst dir selbstverständlich den ein oder anderen Impuls da rausholen, auf deine persönliche Situation und deine Lage ja, anwenden, so wie das für dich am besten ist. Ja, wir schauen uns an, was haben wir denn für den Steinbock in dieser Woche? Was sind die Energien, das, was von außen kommt, das, was auf dich zukommt, von deinen Mitmenschen? Tschernunos ist der Teufel Obsession. Das kann viele Gesichter haben, das kann, ja, ich sag jetzt mal, übertriebene Freundlichkeit, übertriebene Nichtfreundlichkeit in irgendeiner Form zu krass, zu stressig, zu aufdringlich oder zu zurückhaltend. Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Schauen wir uns mal an, wie das zu deiner Legung passt.
Als erstes, wie du dich selbst siehst. Dein Wunsch für diese Woche. Hoffnung und Ängste. Was ist gut für dich? Was ist weniger gut? Und wie geht die Woche für dich aus? So, das ist mal so die Wetterkarte der Energien, wie ich das immer nenne, was so los ist in dieser Woche insgesamt. Jetzt wollen wir uns auf die Wochentage beziehen, also das, was in dieser Woche passiert. Bei der allgemeinen Legung lege ich 7 Karten für die 7 Wochentage, kann aber für die Steinböcke in unterschiedlicher Reihenfolge stattfinden. Also halte dich bitte nicht an der Reihenfolge fest, sondern du wirst natürlich wissen, wenn das eine oder andere für dich relevant wird. So, jetzt wollen wir aber zusätzlich noch wissen, welche Energien bringst du denn mit? Wie trittst du deinen Mitmenschen entgegen? Was ist deine Außenwirkung? Da haben wir die Veränderung, Transformation. Gut, es ist vielleicht eine Übergangsphase, eine Situation, wo sich Dinge verändern, wo du dich veränderst. Und vielleicht trifft das eben mit dieser etwas negativen Energie, mit der Übertreibung, dass die Leute das vielleicht nicht verstehen, wenn du Veränderungen erlebst oder vornimmst. Interessant. Schauen wir uns das gleich mal an. Wir legen jetzt erstmal die Karten hin für die Wochentage. Wie gesagt, die Reihenfolge kann variieren von Steinbock zu Steinbock. Aber du wirst das auf jeden Fall wissen, wenn es eintrifft und wenn du da vielleicht auch Hinweise brauchst. Wir beginnen wie immer damit, wie siehst du dich denn selbst? Der Gehängte. Das bedeutet, du bist bemüht, die Dinge als Ganzes zu erfassen. Du siehst die Veränderung oder möchtest selbst eine Veränderung herbeiführen, machst dir aber erstmal jetzt in dieser Woche ein Bild, was liegt an. Und da bist du so objektiv wie möglich, damit du eben nicht nur deine Sicht der Dinge siehst, sondern auch die der Mitmenschen. Dein Wunsch: etwas beenden und etwas Neues beginnen. Also mit etwas Altem abschließen und etwas Neues angehen. Okay, das ist natürlich Veränderung. Was erhoffst oder befürchtest du? Der Eremit, Jungfrau-Energie, man geht in sich. Man versucht, die Dinge von innen heraus zu verstehen, zu analysieren und natürlich seine eigenen Werte, seine Talente, seine Möglichkeiten abzuwägen, zu erkennen und diese nach vorn zu bringen, nach außen zu bringen, um natürlich den bestmöglichen Ausgang zu erhalten. Was ist gut für dich? Der Turm. Der Turm macht Platz für die neuen Dinge. Das heißt, es kann sein, dass du dich momentan in so einer, Übergangssituation befindest, wo noch nicht alles klar ist. Veränderung ist auch immer, Transformation ist immer ein bisschen so ein Übergangszeitpunkt, wo man noch im Alten so ein bisschen hängt, aber schon das Neue, in Sichtweite hat. Der Turm macht Platz, also dadurch können sich Dinge verändern oder werden sich verändern, die dann deinem Neubeginn auch den Raum geben. Nicht gut für dich in dieser Woche ist die 8 der Stäbe. Das ist die Kommunikation. Kann bedeuten, dass es schwierig wird oder dass deine Gegenüber mit dieser Obsession nicht redebereit sind oder nicht zuhören können. Ja? Also wenn du das merkst, dass da keine Kompromissbereitschaft ist oder kein Entgegenkommen, solltest du das auch unterlassen. Du solltest es nicht zwanghaft versuchen. Wie ist denn der Ausgang? Der Mond. Der Mond bringt verdeckte Dinge an die Oberfläche. Das kann bedeuten, die Hoffnung, man versucht sein Bestes, etwas zu verändern, positiv zu beeinflussen, etwas zu beenden, etwas Neues zu beginnen. Und jetzt kommen da so diese gemischten Gefühle auf. Auf der einen Seite vielleicht, liege ich ja doch nicht richtig oder vielleicht könnte ich noch was anderes machen. Es ist so ein bisschen so, man hängt so ein bisschen dazwischen. Schauen wir uns die Wochentage mal an. Wir haben den Page der Kelche. Das ist eine freundliche, sympathische Energie. Das ist gut. Und wir haben ja auch für dich in dieser Woche Rückbesinnung und Klärung. Das bedeutet, man lässt das sich alles nochmal durch den Kopf gehen, man überblickt das nochmal, überschaut das nochmal und versucht sich ein Bild zu machen von dem Gesamtgeschehen. Freundlichkeit, Sympathie ist da. Wir haben 7 der Münzen.
Du bist ja pragmatisch veranlagt sowieso und du machst nichts überstürzt, überlegst dir jeden Schritt, auch wenn du Veränderungen herbeiführst. Das ist gut. Wir haben die 9 der Stäbe, du gibst nicht auf. Ich denke, du willst das wirklich ergründen. Du willst die Hintergründe erkennen, du möchtest den Zusammenhang verstehen und du möchtest natürlich auch die richtige Entscheidung treffen. 9 der Stäbe ist aber auch so, dass man sich manchmal zu sehr in etwas verbeißt. Und ja, da vielleicht auch zu viel Energie reinsteckt. 9 der Stäbe ist, man gibt nicht auf, aber man kann sich auch überfordern. So, und dann haben wir hier die 8 der Kelche. Es wäre gesünder, oder ich denke, das wirst du auch machen, da ein bisschen anders ranzugehen. 8 der Kelche ist ja, neue Wege zu probieren, gefühlsmäßig da anders ranzugehen, das von einer anderen Perspektive zu beleuchten oder möglicherweise auch jemanden, der dein Vertrauen hat, ja, danach zu fragen, vielleicht auch mal so zu ergründen, was andere zu so einer Sache sagen. Die nächste Karte ist der Page der Stäbe. Du bist sehr fokussiert darauf, wirklich da etwas zu verändern und auch anders an diese Sache heranzugehen. Du willst Platz schaffen für Neues. So, und dann haben wir die 10 der Münzen. Dir ist Stabilität und Sicherheit natürlich wichtig. Karriere, Privatleben natürlich. Es ist nur momentan schwierig, das zu artikulieren. Und wir haben ja ab 30. Mai Merkur sowieso rückläufig. Also es ist dir schon wichtig, ich denke mal, das für dich erstmal zu klären, um dann zu überlegen, wie gehe ich damit um. Und das geht ganz langsam. Page der Münzen ist eine sehr, sehr langsame Energie. Das kann auch daran liegen, dass da Gefühle aufkommen, mit denen du nicht zurechtkommst oder die dich zweifeln lassen. Wir schauen mal, was haben wir denn mit dem Gehängten? Der König der Kelche. Man versucht das in schöne Worte zu packen. Mit Freundlichkeit, Charme und Entgegenkommen möglicherweise Erkenntnisse zu gewinnen. Da haben wir den Mond. Es begleiten dich ein paar, ja vielleicht auch in der Vergangenheit unter Teppich gekehrte Gefühle. Also Dinge, die du am liebsten nicht spüren möchtest. Wir haben ja jetzt den Jupiter in den Fischen und das kann solche Gefühle auch mit Neptun an die Oberfläche holen und das irritiert dich einigermaßen. Obwohl du versuchst eben auch zu anderen freundlich und nett zu sein. Du wünschst dir die Veränderung. Du bist belastet, 10 der Stäbe und du hast die Zügel in der Hand, du möchtest vorankommen. Du möchtest nicht auf der Stelle treten, du möchtest diese Verbindlichkeiten, Verantwortlichkeiten oder Dinge, die du eingegangen bist, abarbeiten, um diese dann zu beenden vielleicht auch oder hinter dich zu bringen. Mit dem Eremiten, Hoffnung und Ängste, Knabe der Münzen. Es geht nur ganz, 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 ganz langsam. Und es geht um enge Verbindungen, also entweder im Job oder es geht um enge Verbindungen im privaten Bereich, wo du ja nicht so schnell dahinter steigst. Also es dauert ein bisschen. Wir schauen mal, was ist denn der Turm? Die 7 der Stäbe, Widerstand. Und die 8 der Schwerter, Gedankenkreisel. Also entweder ist das auch dein Widerstand. Du willst nicht, dass die Dinge eskalieren oder den Bach runtergehen. Aber du kommst aus diesem Gedankenkreisel nicht raus, weil du da die Zusammenhänge vielleicht nicht ganz ergründen kannst, weil das vielleicht... Also dir der Zugang irgendwo fehlt. Kommunikation nicht gut. 9 der Schwerter, unnötige Sorgen. Und Königin der Schwerter. So, 9 der Schwerter sind oft auch Gespräche. Und Königin der Schwerter ist Aufrichtigkeit. Und ich denke, dass in diesem Bereich der Kommunikation zumindest du sehr vorsichtig sein musst, weil wenn das auch nicht gut liegt mit der Kommunikation, kann es sein, dass jemand nicht ehrlich ist zu dir. Das muss man einfach so sagen. Und vielleicht spürst du das auch. Ne? Der Mond, 5 der Stäbe. Ich sage ja, da kämpfen so die verschiedensten Gefühle miteinander. Und du brauchst Unterstützung. Und die solltest du dir auch holen. Aber das sollte jemand sein, von dem du weißt, dass er oder sie eben absolut aufrichtig ist. Das kann Freund, Freundin sein, Bekannter, der dich unterstützt, da Klarheit zu schaffen. So, Page der Kelche. 4 der Schwerter, gut überlegen. Was ist zu tun? Du hast
Entscheidungen zu treffen. Die musst du nicht übers Knie brechen, das sollst du gar nicht. Du sollst dir auch jeden Schritt gut überlegen, aber du kannst im Moment nicht wirklich davon reden, dass du dir Klarheit verschaffst. 7 der Kelche. Das bedeutet, man ist so ein bisschen unentschlossen. Man macht sich vielleicht was vor oder das ist die Befürchtung, dass man sich was vormacht. Man ist sich seiner Gefühle vielleicht nicht sicher. Und die Sonne, positive Energie. Wir haben Strahlkraft, wir haben, ja, du überlegst dir, wie du das möglichst positiv, ja, sich entwickeln lassen kannst, was du dazu beitragen kannst, dass das positiv vorangeht. 9 der Stäbe, 7 der Schwerter, da ist Unaufrichtigkeit drin und die Welt, da ist die Veränderung. Entweder du oder jemand anders versucht, diese Veränderung mit der Welt zu verhindern, diese Umwälzung. Aber wir haben den Turm, diese Veränderung steht an und ich denke auch, sie ist nicht aufzuhalten. So, dann haben wir die 8 der Kelche, Ritter der Schwerter, schnelle Energie und Ass der Stäbe. Also Gefühle können sich verändern. Ziemlich schnell, durch Enttäuschung, dadurch, dass man merkt, man wurde belogen. Und dann haben wir das Ass der Stäbe. Das Ass der Stäbe ist ein leidenschaftlicher Neubeginn. Und das ist so ein Moment, wenn das in dem Zusammenhang steht, wo man sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich bin dann mal weg. Also da platzt jemandem der Kragen. So. Das Ass der Stäbe ist auch so, ich muss jetzt hier wissen, was Sache ist. Page der Stäbe, der Herrscher. Die Führung übernehmen, Verantwortung übernehmen und daran festhalten. Du willst es jetzt wirklich wissen, du willst Klarheit schaffen. Okay. 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. 8 der Stäbe, nicht gut. Und Knabe der Schwerter. Ich denke, dass du nicht konkret mit der Person oder den Personen konkret sprechen kannst. Aber du kannst dir Informationen verschaffen, ja. Das Gespräch zum Beispiel über Geld, übers Vorankommen oder die Partnerschaft ist jetzt nicht so gut, aber du kannst Informationen bekommen. Wir haben auch Rückbesinnung und Klärung als Thema, aber das ist nicht so leicht in dieser Woche. Page der Münzen, Königin der Stäbe, sich kümmern um das, was leidenschaftlich anliegt und die 6 der Stäbe. Also, du bist erfolgreich, weil du mit Leidenschaft das verteidigst, was dir sicher wichtig ist und du bist auch gewillt, die Führung zu übernehmen und dich durchzusetzen. Also ich denke mal, wenn du hier keine Klarheit bekommst oder so, wirst du eine Wahl treffen, auch ohne, dass dir wirklich alle Informationen zur Verfügung stehen. Ja. Du näherst dich zwar der Erkenntnis oder dem, was du wissen willst, aber wir haben hier Unaufrichtigkeit drin, dass jemand eben nicht so ganz mit der Sprache herausrückt. So, das ist natürlich nicht so schön. Wir schauen mal, was die Krafttierkarte sagt. Wir haben den Zitteraal, verwirkliche deine Ideen. Und das bedeutet nichts anderes, als bleib dir selber treu. Wenn du die wahren Beweggründe, die wahren Dinge nicht erfährst, musst du deinen oder wirst du deinen Weg wählen. Ja? Also du wirst nicht warten, bis irgendjemand dir da die Wahrheit sagt. Du wirst deine Entscheidung aufgrund des Wissens treffen, das du bis dahin hast. Ich lese mal vor, der Zitteraal. Wie aus dem Nichts trifft dich der Stromschlag des Zitteraals, um dich wach zu rütteln, denn es gilt, eine große Idee zu erkunden. Du hast allen Grund zu feiern, denn dir werden jetzt Offenbarungen und Aha-Erlebnisse zuteil. Dein Leben hat das Potenzial zu einer tiefgreifenden Verwandlung und du bist von den Gedankenblitzen, die in dir aufsteigen, wie elektrisiert, sodass du es kaum erwarten kannst, deine Ideen zu verwirklichen. Was sich dir jetzt zeigt, ist dazu bestimmt, dich auf einen neuen Weg zu bringen, also fürchte dich nicht davor zu handeln. Sei neugierig, wage dich ins Unbekannte und habe keine Angst vor Veränderungen, denn der Allgeist möchte dich mit all der Liebe, dem Erfolg und der Fülle überhäuft sehen, die du dir selbst wünschst. Jetzt ist eine aufregende Zeit der Offenbarungen, der Eingebungen und Neuerungen. Es ist ein wunderbares Zeichen, das du heute erhältst. Also dein Wunsch ist die Veränderung.
Du willst Belastungen abstreifen und ich denke, das gelingt auch. Dein Versuch, die Dinge zu durchschauen, ist nicht so von Erfolg gekrönt, weil wir haben hier die Übertreibung, wir haben deinen Wunsch nach Veränderung oder deinen Weg zur Veränderung und du hast da wirklich nicht so den optimalen Durchblick. Und trotzdem wirst du dazu ermutigt, den Schritt zu wagen, dich durchzusetzen. Du hast geistesblitze Ideen oder vielleicht auch die Intuition oder es kommen eben durch diese Mondenergie Dinge zutage, die du nicht verdrängen kannst, die nach vorne wollen, die wissen wollen, was Sache ist. Und wir haben die weibliche Energie Yin als Orakelkarte für dich. Interessant. Schauen wir uns das an. Das ist die Nummer 2. Ich glaube, da kommt vielleicht einiges Neues auf dich zu, was deine Leidenschaft weckt und wo du sagst, ist mir egal, ich mache das jetzt. Die Grundbedeutung, das weibliche Prinzip der Empfänglichkeit, anderen die Initiative überlassen, Informationen sammeln und auf Signale achten, die Kunst bewussten Geschehen lassens. Die Botschaft lautet, dies ist eine Zeit für gezielte Empfangsbereitschaft, während du gelassen den Gang des Geschehens abwartest, bereit anzunehmen, was sich dir zeigt. Die Symbolik des Yin bedeutet nicht, deine Träume auf Eis zu legen oder dich zurückzuziehen, sondern die Dinge bewusst auf dich zukommen zu lassen und offen für die Fülle zu sein, die dir zufließen wird. Dazu gehört nicht nur eine sensible und wache Wahrnehmung fremden Tuns und Lassens, sondern auch das Nachdenken darüber, wie es sich auf dich und dein eigenes Tun und Lassen auswirkt. Vergiss nicht, dass du Wundern, um sie geschehen zu lassen, den nötigen Raum schaffen musst. Lass dich formen, anstatt zu formen, und du wirst sehen, wie rasch deine Träume sich verwirklichen. Das ist aber ganz konträr zu dem Herrscher, den wir hier haben. Wir haben ja hier den Turm, wir haben, wo haben wir denn den Herrscher? Den haben wir hier. Der Fokus liegt darauf, sich durchzusetzen oder eben das Ziel zu erreichen, die Verantwortung zu übernehmen. Aber in dem Fall denke ich auch vielleicht für dich selbst. Du hast ja hier den Gehängten, bewusstes Geschehen lassen, dass du die Dinge aber gut beobachtest. Wir haben den König der Kelche und wir haben den Mond. Und das sind die Gefühle, die du vielleicht oft auch unterdrückt hast. Wir haben hier die Übertreibung und wir haben die Veränderung. Ich glaube, das Tun von außen sorgt für eine Veränderung bei dir. Und die Ideen und Impulse kommen und du sollst deine Ideen verwirklichen und auf Empfang gehen. Also, dass die Dinge zu dir kommen können. So, und das kann eben recht schnell passieren. Die Veränderung kann plötzlich unerwartet passieren. Versuche nicht, die Dinge zu ergründen, weil ich sehe hier nicht, dass du durch Gespräche, durch drüber nachdenken, irgendwie zu einem Ergebnis kommst. Ja? Es ist mehr so, dass du mit deinen, ich sag jetzt mal, Mondgefühlen da so ein bisschen unsicher wirst. Lass die Dinge sich entwickeln, am besten nur, wenn du musst, mit jemandem darüber sprechen, der dir sehr nahe steht und dein Bestes im Sinn hat. Ja, also das muss schon eine ausgewählte Person sein oder eher zu warten, wie sich die Dinge entwickeln. Aber ich sehe hier Teamarbeit, also dass du nicht ganz alleine bist. Und ich sehe auch, dass du mit Leidenschaft dabei bist und bereit bist, neue Wege zu gehen. Ja, hier ist ja auch, dass du dich verausgabt hast, vielleicht für etwas, was sich jetzt nicht so entwickelt hat, wie du das erwartet hast. Die Veränderung steht an. Welche Auswirkungen sie haben wird, können wir jetzt noch nicht erkennen. Aber kann sein, dass in dieser Woche einiges passiert, was dich ins Staunen versetzt oder was auf dich zukommt, wo du dann plötzlich auch selbst mobilisiert wirst, etwas umzusetzen oder etwas für dich zu realisieren. Kann sehr schön sein, denke ich mal. Es wird auf jeden Fall Platz geschaffen für die Dinge. Aber es ist so, dass du so ein bisschen dem nicht traust oder dass du ein ungutes Gefühl dabei hast. Beobachte erstmal und vielleicht ist das auch ein bisschen alles unlogisch und deswegen bist du so irritiert, weil ich habe hier sehr große Irritation, zwar positiv auch hier mit den 7 der Kelche, neue Möglichkeiten, die sich ergeben, aber du bist nicht so für spontane Dinge.
Deshalb fällt es dir hier auch sicherlich schwer, da eine Entscheidung zu treffen. Lass dir ruhig die Zeit, die du brauchst. Veränderungen brauchen Zeit und gute Dinge eben auch, habe ich auch gesagt. Aber stell so deine Beobachtungsgabe ein auf Empfang. Da kommt irgendwas. Und das könnte sehr erfolgversprechend sein. Ja, hier siehst du ja, 6 der Stäbe. Hat was vielleicht mit einer Feuerenergie zu tun, aber das kann recht schnell und überraschend kommen. Ich bin gespannt, wie sich das in deiner Realität zeigt. Vielleicht magst du es ja berichten. Ich würde mich freuen, wie sich das so in der Realität zeigt. Und wenn es dir gefallen hat und du dich da gut vorbereitet siehst für solche Fälle, dann lass gern ein Däumchen hoch da. Das hilft mir und meinem Kanal natürlich. Und ich freue mich dann, dass du was damit anfangen kannst. Du kannst es ja auch am Ende der Woche, kannst du das Däumchen immer noch geben, wenn du möchtest. Ich wünsche dir auf jeden Fall, sei gewappnet, versuche so objektiv wie möglich an die Dinge heranzugehen und zu schauen, dass du deine Möglichkeiten nutzt, wenn sie sich dir bieten. Viel Erfolg dabei und bis nächste Woche.